Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von unserem IoT-Podcast mit Schirm, Charme und Sensoren. Robert und ich freuen uns ganz besonders. Wir haben heute wieder einen Gast. Und unser Thema heute ist Anwendungsfälle für IoT in einem Mittelständler umsetzen. Das ist hoffentlich was einige von euch interessiert, denn das ist ja nicht so ein ganz triviales Thema. Aber bevor wir da tief einsteigen, möchte ich den Jan bitten, sich mal kurz selbst vorzustellen. Genau, vielen Dank Elisabeth, Robert für die Einladung. Genau, mein Name ist Jan Rickmeier, ich bin Leiter der Forschung und Entwicklung bei der Denios AG. Wir beschäftigen uns mit allem rund um Umweltschutz und Arbeitssicherheit. Das geht los bei so Stahlwannen bis hin zu großen Brandschutzsystemen. Und ich freue mich heute so ein bisschen Einblick zu gewähren, was wir so im Kundenumfeld bereits an IoT-Lösungen gebaut haben. Ja, cool. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier heute hands-on mal so ein paar praktische Themen besprechen können. Und genau, das eine ist ja immer die Technik, das andere ist irgendwo der Wandel des Unternehmens selber. Also vom, oh, da gibt's was, zu, oh Mensch, wir machen das und sind auch noch erfolgreich damit, ne? Und da freue ich mich einfach heute so ein paar praktische Beispiele zu hören. Ja, nee, sehr gerne, genau, weil das ist auch die Beobachtung, die wir haben. Technisch ist das an sich meist gar nicht so schwierig am Ende, aber es sind halt ganz viele Verwandlungen, ganz viele Veränderungen, ganz viele Themen da im Umfeld, die man aus meiner Sicht dringend mit beachten sollte. Ja, fangen wir nochmal ganz vorne an. Wie seid ihr eigentlich auf das Thema IoT aufmerksam geworden? Wir haben einen sehr umtriebigen Eigentümer, den Herrn Dennig, der an sich immer guckt, was es so an neuesten Technologien gibt. Also der kommt immer eher aus Produkt und Technologie, sodass wir schon 2012 das erste Forschungsprojekt dazu gemacht haben. Das nannte sich dann intelligentes Gefahrstofflager, Eagle. Da sind wir mal gestartet. Der Eagle war aber ganz schön igelig, ehrlicherweise. Der hat sich zur Wehr gesetzt. Also wir haben das dann technisch gemacht, haben das auch technisch, glaube ich, ganz gut hingekriegt, mussten uns aber auch eingestehen, dass zu der Zeit die Technologien auch noch sehr sperrig, sehr aufwendig und ehrlicherweise auch sehr teuer waren. Sodass wir dann zwar das mal gebaut haben, Prototyp gemacht haben, auch Kundenbefragungen gemacht haben. Und da sind wir dann aufmerksam geworden, dass die Kunden das interessanterweise stärker wahrgenommen hatten, sogar als wir selbst. Also wir selbst haben gesagt, okay, so wir als Marktführer wollen uns irgendwie damit beschäftigen. Aber die Kunden haben gesagt, puh, das, was ihr da macht, ist gut. Insoweit, ich möchte das sofort mitkriegen, wenn irgendwo was ist. Das ist immer dieses Thema Leckage, läuft irgendwo was aus. Und da bietet aus meiner Sicht oder auch der Kundensicht glücklicherweise IoT ganz spannende Möglichkeiten, sofort mitzukriegen, wenn irgendwo was passiert. Ja, wenn bei euch was ausläuft, was passiert dann? Ja, also das ist an sich bei allen Kunden immer dasselbe Problem. Es gibt das sogenannte Wasserhaushaltsgesetz, was untersagt, dass irgendwelche wassergefährdenden Stoffe ins Grundwasser dürfen. Klassische Lösung ist, man stellt darunter eine Art große Badewanne. Also das ist so der klassische Ansatz. Deswegen gibt's uns und auch einige andere Hersteller, die halt große Wannen fertigen. Problem an so einer Wanne ist, dass die erstmal, ich sag mal, doof ist. Die stelle ich da drunter und dann läuft im glücklichsten Fall, wenn irgendwie was ausläuft, das direkt in diese Badewanne. Das kriegt aber erstmal niemand mit, weil so Produktionen, kennen ja vielleicht viele heute auch, sind häufig gar nicht mehr so viele Menschen in den Produktionshallen unterwegs. Deswegen gibt es dann wiederum technische Regeln, die besagen, ich muss da einmal die Woche vorbeigehen. Dann kann es aber sein, dass eine Woche lang da schon irgendeine Soße in einer Wanne rumgestanden hat und das ist nicht gut. Und der andere, der schlimmere Fall ehrlicherweise wäre, es geht irgendwo eine Leitung kaputt, es geht irgendein Ventil kaputt, irgendein Pumpenhäuschen passiert irgendwas und dann würde tatsächlich eine Chemikalie ins Grundwasser laufen. Das wäre dann tatsächlich der schlimmst anzunehmende Fall. Also es geht auch um Gefahr für Leib und Leben. Genau, also ja. Genau, also häufig sind das tatsächlich entweder entzündliche Sachen, sodass wirklich dann Gefahr für Leben entsteht, wenn das sich entzündet. Häufig sind es dann aber auch Sachen, die einfach wirklich für den Menschen oder auch unsere Tiere und Umwelt schädlich sind, sodass halt glücklicherweise heute die Industrie wirklich sehr, sehr starkes Augenmerk darauf hat, die Sachen sicher zu lagern, so zu lagern, dass man da regelkonform ist, dass halt wirklich nichts mehr in die Umwelt gerät und auch ja keine Personen zu Schade kommen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich leider immer wieder Unfälle und dafür bieten sich, glaube ich, diese IoT-Lösungen an, dass man wirklich heute sofort Dinge mitbekommt. Wenn der Igel jetzt so stachelig war und das noch nicht so ganz geklappt hat, was hat sich dann verändert und was klappt heute und warum klappt es heute? Ja, ehrlicherweise, wir waren zu kompliziert unterwegs. Wir wollten so dieses typisch deutsche Mittelständler-Ingenieurstum, wir wollten eine super Lösung dahin zimmern. Wir wollten möglichst alles durchdenken, wir wollten möglichst alle Facetten vorwegnehmen, quasi dem Kunden so eine Rundum-Sorglos-Paket dahinstellen. Und ich glaube, im Nachhinein betrachtet war einfach der Anspruch an uns selbst zu hoch.
Wir wollten Dinge, die weit über das hinausgehen, was eigentlich die Kunden häufig als interessante Lösung wahrgenommen haben. Wir haben uns Gedanken gemacht, welche Sensorik da alles rein kann. Wir haben uns zig Gedanken gemacht, welche Berichte so ein Kunde alles haben will. Wir haben überlegt, welche Art von Alarmierung brauchen wir. Brauchen wir eine App? Ja, nein. Brauchen wir irgendwie eine, was weiß ich alles. Und wir haben dann zwei Dinge getan, die uns, glaube ich, gut getan haben. Ist das eine, wir haben Eagle durchgezogen, auch wenn es wirklich nicht ganz einfach war. Wir haben das, sage ich mal, Forschungsprojekt zu Ende gebracht, auch aus Forschungssicht okay, haben dann aber das nochmal einen Augenblick liegen lassen und dann gesagt, okay, jetzt nochmal angucken und vereinfachen. Und bei jeder Funktion, bei jedem Feature, wie man heute so schön neudeutsch sagt, haben wir geguckt, ist das wirklich sinnvoll? Ist das wirklich für einen Anfang für unseren Kunden notwendig? Weil wir haben so ein bisschen vergessen, glaube ich, dass die Kunden häufig auch noch am Anfang stehen. Also die wären schon um ganz einfache Verbesserungen, ganz einfache Funktionalitäten froh gewesen. Also das war das eine sozusagen im Funktionsumfang wirklich massiv abgespeckt. Also so dass der Eagle deutlich weniger stachelig war. Und das andere, was wir gemacht haben, da hat uns einfach die Zeit dann geholfen. Die Technologien, die heute da sind, sind einfach auch viel komfortabler geworden. Ich kann in der Cloud viel einfacher Software zusammenstecken. Die Funktionalitäten sind deutlich besser geworden. So ein Smartphone ist heute zugänglich für fast jeden. Also da hat uns die Technologie einfach ein bisschen geholfen. Aber ich glaube, wesentlicher war die Kundenseite, dass wir gesagt haben, okay, wir vereinfachen das wirklich dramatisch nochmal. Und Forschungsprojekt heißt das auch gefördertes Forschungsprojekt im Rahmen des Bundes oder der EU oder was heißt das? Ja, genau. Das ist das ITS-OWL, das Spitzencluster hier in Ostwestfalen-Lippe gewesen. Das sind verschiedenste Töpfe, relativ großer Forschungstopf ehrlicherweise. Daraus sind wir in diesem Spitzencluster mitgefördert worden, auch mit verschiedenen Unternehmen zusammen, weil das ist die andere Beobachtung, die für uns noch wichtig war. Das kann an sich kein Unternehmen ganz alleine. Also man muss sich an sich so eine Art Partnernetzwerk schaffen mit verschiedensten Kernkompetenzen. Wir hatten da zum Beispiel Leute bei, die sich dann halt mit Businessprozessen beschäftigt haben. Wir hatten Leute dabei, die mit Software wirklich Ahnung haben. Wir hatten so Themen wie Cyber Security, also was muss ich eigentlich tun, damit so eine Sicherheitslösung auch wirklich sicher ist. Also wir haben uns dann verschiedenste Partner und wirklich ein Netzwerk aufgebaut. Und das war wirklich positiv an diesem Forschungsprojekt, dass wir dann anschließend, nachdem wir Forschungsprojekt beendet hatten und dann wirklich gesagt haben, okay, wir wollen das jetzt Richtung Produkt treiben, dann schon das entsprechende Netzwerk mit den entsprechenden Menschen auch kannten und auch schon entsprechendes Vertrauen da war. Und wie sieht das Produkt jetzt aus? An sich ist es wirklich fast trivial geworden. Man kennt vielleicht so einen Rauchmelder, wie der heute unter der Decke hängt in den meisten Räumen. Genauso groß ist unser Produkt auch geworden. Das Produkt liegt aber oder hängt nicht unter der Decke, sondern liegt unten auf dem Boden, weil Flüssigkeit halt die Eigenschaft haben, nach unten zu fließen. Also dieses Ding, Größe von so einem Rauchmelder, liegt auf dem Boden und schlägt sofort Alarm, wenn jetzt eine Flüssigkeit da ankommt. Der Sensor ist ganz einfach, ist ein kleiner kapazitiver Sensor. Was aber wichtiger ist an der Stelle, das Ding ist mehr oder minder autark. Da ist eine Batterie drin, da ist eine SIM-Karte drin, da ist ein Modem drin. Das heißt, ich kann diesen Puck da hinlegen, anmachen, dann telefoniert er in die Cloud. Und die Funktion da ist wiederum ganz einfach, die Personen, die dort eingetragen sind als zu alarmierende, die bekommen jetzt eine SMS oder E-Mail. Das war's. An sich ganz einfach. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt euer Kernbusiness gewesen in der Vergangenheit. Nee, so gar nicht. Ehrlicherweise gar nicht. Also wenn man bei uns hier durch die Produktion geht, wir sind ziemlich gut so im Stahlbiegen. Stahl schweißen, Brandschutzpaneele in irgendwelche Stahlrahmen einbauen. Das war an sich so unser Ding und ist auch heute ehrlicherweise noch unsere Kernkompetenz. Nichtsdestotrotz, wir sind sehr stark in diesem Element der Beratung unserer Kunden und dem Vermitteln, was muss ich tun, damit ich einen Gefahrstoff sicher lagern kann. Und über die Schiene, die Beratung des Kunden, was kann ich eigentlich heute tun? Da funktioniert das auf der Sales-Seite oder auf der Vertriebsseite wirklich gut. Technologisch haben wir hier intern zwar aufgerüstet, also mehr Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, viele junge Leute auch, aber so einen guten Mix aus jungen und alten Leuten jetzt als Team und gleichzeitig unser Partnernetzwerk, mit denen wir dann sagen, okay, wer macht uns die Elektronik, wer baut die Cloud-Funktionalitäten, wer macht vielleicht auch die Cyber-Security-Assessments, also wer testet uns, ob wir auch wirklich sicher unterwegs sind, sodass wir jetzt einen guten Mix aus eigenen Kompetenzen im Haus haben. Wir wissen ganz gut, was wir können. Wir wissen aber auch mindestens genauso gut, was wir nicht können und suchen uns da entsprechend dann einen Partner dazu. Und wie geht die Organisation damit um, dass man da wirklich auf den ersten Blick völlig neues Geschäftsfeld hat?
Da muss ich sagen, das war ganz spannend. Also Denios ist in kurzer Zeit sehr stark gewachsen. Also wir sind immer auf diesem Weg irgendwie unterwegs, was können wir Neues tun? Also das Unternehmen ist sehr unruhig, sage ich mal, und will immer Veränderung. Gleichzeitig muss man aber sich auch nichts vormachen, waren wir oder sind wir auch an vielen Stellen noch ein ganz klassischer Mittelständler, der sehr silo-orientiert ist. Ne? Also es gibt eine Entwicklung, es gibt ein Marketing, es gibt einen Vertrieb. Das war die andere große Veränderung, die wir uns auch erst eingestehen mussten. Dieses Silo-Denken funktioniert für so ein IoT-Produkt wirklich gar nicht. Also man muss sich von diesem Gedanken lösen, dass das in so einer Abteilungsdenke zu lösen ist. Wir haben es dann geschafft, das hat auch ein bisschen gedauert, ehrlicherweise, dass wir Leute ermutigt haben, vielleicht auch außerhalb dessen, was sie sonst so gewohnt sind, Dinge zu entscheiden. Also wir haben so ein Team gebildet aus Menschen und denen haben wir wirklich gesagt, auch mit Unterstützung von Vorstand und Geschäftsführung, ihr seid diejenigen, die das entscheiden müssen. Ihr seid diejenigen, denen auch keiner irgendwie anschließend den Kopf abreißt, wenn ihr vielleicht mal was falsch entscheidet. Also dass wirklich dieses, was man unter Teamwork vielleicht so versteht, dass man sagt, okay, ich löse mich von diesem klassischen Abteilung, ich baue ein Team und ich gebe diesem Team auch die Möglichkeit und das Vertrauen, diese Lösung umzubauen oder zu schaffen. Und das war, glaube ich, der andere und fast auch größte Hindernis in der Unternehmung hier. Weil, wie gesagt, wir sind kräftig gewachsen, sind ja auch damit ganz, ganz gut unterwegs gewesen. Aber sich jetzt einzugestehen, dass die Organisationsform, die wir haben für Kerngeschäft super ist, aber vielleicht für so etwas Neues gar nicht geeignet, das hat durchaus relativ lange gedauert. Und das war auch ein echt relativ steiniger Weg, ja. Ja, ich habe gesehen, ihr seid jetzt inzwischen auch bei Narrowband IoT angekommen. Das gab es ja 2012 noch nicht. Nee, genau. Also das war eine der Sachen, wo uns halt so Technologie halt geholfen hat. Ne? Also es gibt heute einfach sowas wie Narrowband IoT, wo aus unserer Sicht der super Vorteil ist diese hohe Durchdringung des Gebäudes. Ich kann diesen Spillguard, also diesen kleinen Leckagemelder jetzt hinlegen, wo ich will. Der kann im Keller liegen, der kann sogar in einem Metallcontainer liegen, der kann in einem Blechschrank liegen. Der Funk ist halt so gut und so, ja, so schmalbandig, dass der fast sich irgendwo eine Ritze sucht und da durchkommt. Ne? Also wir haben halt zum Spaß so ein Experiment gemacht. Wir haben einen Blechschrank unten in die Tiefgarage gestellt und das Narrowband IoT kommt tatsächlich selbst aus diesem Szenario noch raus und kann ein Signal schicken. Und das Schöne für uns ist, wir haben ja nicht viel Daten in dem Sinne. Ne? Also dieser Sensor meldet sich einmal die Woche nach dem Motto, hey, ich lebe noch, hier ist alles super, keine Leckage. Ansonsten schläft er und wacht halt nur auf, wenn eine Leckage auftritt. Und dafür ist Narrowband wirklich eine super Technologie, die wir jetzt nutzen. Wir machen noch so ein paar schmerzhafte Erfahrungen im Augenblick mit dem Rollout Richtung Europa. Also wo man immer meint, Roaming in Europa sollte funktionieren. Also das ist so eine Sache. Wir werden besser. Wir mussten uns aber tatsächlich jetzt eingestehen, wir testen jetzt jedes Land erst. Ja. Das Gerät muss da hin. Einer der Kollegen schaltet das ein, probiert das und gibt dann Rückmeldung, läuft, läuft nicht. Wenn es läuft, alles super. Wenn nicht, müssen wir wieder suchen gehen. Ja, das habe ich auch erfahren jetzt mit Polen kürzlich wieder. Bei uns war es Österreich und Frankreich. Ja. Genau, ne? Also das läuft tatsächlich noch nicht so richtig rund, ja. Aber spannend auf jeden Fall. Und dann verstehe ich auch, glaube ich, warum der Eagle vielleicht noch nicht so gut geklappt hat. Und aber die spannende Frage ist ja, hat nicht gut geklappt, ne? Sind es denn die gleichen Partner noch, mit denen ihr heute zusammenarbeitet, oder habt ihr dann auch am Markt probiert? Wie habt ihr das gemacht? Ja, also interessanterweise, klar, wir hatten unsere Partner aus dem Forschungsprojekt. Wir haben dann so ein paar Versuche unternommen, mal zu gucken, was es draußen am Markt natürlich noch gibt. Nicht, dass man da irgendwas Interessantes verpasst. Interessanterweise sind wir am Schluss aber bei den gleichen Partnern wieder rausgekommen. Ja, also da, wo wir gestartet sind aus dem Forschungsprojekt, mit denen haben wir heute unsere gesamte Cloud-Infrastruktur, unsere Sensorik, alles aufgebaut. Und die Stufe, die wir jetzt im Augenblick versuchen zu nehmen, ist, dass wir von so einem, ich sag mal, relativ kleinen autarken Sensor jetzt dahin gehen, die Container, die wir bauen, quasi wie ein Smart Home zu vernetzen. Mhm. Also jetzt nicht nur der kleine Sensor, das hat jetzt funktioniert, wir haben verstanden, wie das geht und jetzt trauen wir uns mit unseren Kunden gemeinsam den nächsten Schritt, dass wir halt sagen, okay, der gesamte Raum fängt an plötzlich zu telefonieren und meldet sich, wenn da irgendwas ist. Da kommt ja schon die nächste Herausforderung, ne? Da müssen sie nämlich das traditionelle Business und das neue Business irgendwie zusammenbringen. Ja, genau. Das klappt im Augenblick noch nicht so richtig gut. Das hat mehrere Probleme. Wie viele andere auch, haben wir halt ein sehr großes ERP-System hier im Haus. Und die Prozesse sinnvoll zu vernetzen, also so ein
So einen Raum hier zu bauen, da sind wir ganz gut. Jetzt muss aber plötzlich diesem Raum eine Handynummer zugeordnet werden. Und da geht es dann das Problem schon los. Also das ist im Augenblick auch noch ein manueller Prozess, den wir nicht wirklich gut automatisiert gekriegt haben. Also wir müssen jetzt manuell immer sagen, okay, diese Telefonnummer gehört jetzt zu diesem Raum. Ab da geht es dann ganz gut. Aber das haben wir auch festgestellt, ja, ich würde fast sagen, die Hälfte der Zeit, die wir brauchen, geht in die Anpassung der internen Prozesse. Also technische Entwicklung ist immer so das eine. Testen mit Kunden ist dann wirklich auch der aus meiner Sicht immer schönste und spannendste Teil. Aber man muss halt wirklich intern viele, viele Hausaufgaben machen. Also wirklich viel Prozesse wälzen, mit ganz vielen Menschen sprechen, ganz viele Menschen vielleicht auch überzeugen, dass das, was man da vorhat, gut ist. Warum ist das für das Unternehmen wichtig? Warum sichern wir damit unsere Zukunft? Also da ist immer ganz viel Überzeugungsarbeit gefragt. Also im Grunde ja die Change-Arbeit, ne? Also das ist ja auch immer das Schöne. Ich finde dieses Two-by-Two von dem Westermann vom MIT eigentlich super sensationell, ne? Das geht einmal so nach oben. Das sind dann die Fashionistas, die dann irgendwie Technologie mal ausprobiert haben. Und das habt ihr ja auch gemacht. Und dann geht es aber wieder nach unten in diesen Sektor. Okay, jetzt muss ich wirklich arbeiten, ne? Und formen. Und du hast das vorhin so einfach gesagt, ne, jetzt inzwischen funktioniert das über Service und Beratung und Vertrieb ganz gut, ne? Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das war ja wahrscheinlich auch eine Reise, bis man die Kollegen da alle abgeholt hat, ne? Also, dass man so einem leichten Tech-Talk, sage ich jetzt mal, standhält als Vertriebler, ne? Ja, also wir hatten ausgegeben als Parole für unseren Vertrieb, ihr müsst 180 Sekunden überleben. das war der Ansatz. Wir haben denen gesagt, okay, mehr müsst ihr gar nicht. Ihr müsst 180 Sekunden schaffen. Wenn ihr in der Zeit das Gespräch mit dem Kunden hinkriegt, ist alles gut. Wenn der dann weiterfragt, dann seid ihr in einer super Position, weil ihr dann sagen könnt, ey, ich hol dir den, der Ahnung hat. Ich hol dir jetzt den entsprechenden Techie, ich hol dir den Prozessmenschen, ich hol dir wen auch immer du da brauchst, der dir das erklärt. Und nachdem wir diese, ich sag mal, Sorge beim Vertrieb gelöst hatten, dass die, weil Vertrieb, muss man sich ja nichts vormachen, lebt vom Vertrauen zum Kunden und der Beziehung, sodass die sich immer schwer tun, etwas zu promoten, was sie vielleicht nicht ganz verstehen. Aber das haben wir dadurch geschafft. Also die haben super mitgemacht dann, als wir gesagt haben, okay, ihr müsst nur diese 180 Sekunden schaffen. Danach ist alles gut, weil dann habt ihr das Vertrauen eures Kunden und dann sagt ihr nur, okay, ruf Jan an, ruf André an, ruf wen auch immer an. Dann helfen wir euch an der Stelle weiter. Das klingt so wenig, aber am Ende können das sehr viele lange, zähe Sekunden sein. Aber ich find's eigentlich eine schöne Ansage, ja. Also man kann ein Problem auch klein schneiden und das habt ihr offensichtlich irgendwie geschafft, ne? Funktioniert ja. Das? Also sind die Vertriebler jetzt damit zufrieden? Kommt immer drauf an. Also Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Grundsätzlich muss ich sagen, habe ich hier großes Glück mit unseren Vertriebskollegen. Die haben das wirklich sehr, sehr positiv angenommen. Vor allem, nachdem sie gespürt hatten in den ersten Gesprächen, dass die Kunden da sofort drauf anspringen und sagen, ja, okay, ja, ist total Logo. Klar, verstehe ich. Gib mal mehr Informationen. Das hat uns dann natürlich geholfen. Hätten die Kunden jetzt gesagt, puh, verstehe ich nicht, total kompliziert, ey, lass mal stecken. Ich glaube, dann wären wir nicht so weit gekommen. Aber dadurch, dass die Kunden wirklich so positiv reagiert haben und gesagt, ja, klar, passt zu euch, verstehe ich. Ah, okay, warum hat das nicht längst gehabt? sind wir dann in so eine Strömung jetzt reingekommen, wo das mehr oder minder ja noch nicht ganz von alleine läuft, aber wo wir viel weniger Überzeugungsarbeit leisten müssen und wo jetzt eher die Kunden dann anfangen zu ziehen und sagen, okay, ja, das Feature, was ihr da habt, ist nett, aber ich könnte mir jetzt noch Folgendes vorstellen. Oder warum habt ihr dieses nicht? Oder warum habt ihr jenes nicht? Und da sind meine Kollegen häufig noch so ein bisschen ja fast frustriert, wo sie sagen, ja, warum können wir das jetzt nicht? Das ist ja aber genauso, wie wir an sich anfangen wollten, ne? Weil mir ist es ja viel lieber, dass der Kunde sagt, ey, warum habt ihr das nicht? Als dass wir mit irgendwas ausgedacht um die Ecke kommen und dann braucht man die Hälfte davon nicht. Also das ist jetzt aus meiner Sicht an sich eher ein Luxusproblem, wo wir sagen, okay, jetzt können wir ja gemeinsam mit unseren Kunden uns weiterentwickeln, neue Sachen bauen und sind viel näher an dem dran, wo wir an sich hinwollten. Ja, also ich finde das so schön hands-on, ne? Also ich weiß, wenn man jetzt so 2-3 Jahre vielleicht zurückdenkt, dann waren ja auch so viele Beratungsansätze, ihr müsst euch verändern, ihr braucht die Daten und die Daten sind dann euer neues Geschäftsmodell. Mag sein, ne? Und kann ja sein, dass es für euch genau die Reise wird. Sieht ja ganz gut aus soweit, aber bis dahin kann man auch ganz gutes Geschäft machen, ne? Ja, genau. Also das war mir auch ganz wichtig, weil dann da wurde ja immer propagiert, hier Daten sind das neue Gold und was dann da alles so an hübschen Beraterfloskeln immer kommt. Da muss ich sagen, macht sich dann doch bemerkbar, dass wir halt in Anführungszeichen nur ein Mittelständler sind.
wir sind halt darauf angewiesen, damit Geld zu verdienen. Ne? Wir sind nicht irgendwie ganz groß und können jetzt sagen, wir entwickeln mal einfach so aus Spaß, sondern das muss irgendwann schon was bringen. Und in diesem sozusagen Überlegungen jetzt, klar, gucken wir auch, was wir mit den Daten machen, aber uns war viel wichtiger, ein einfaches Produkt zu schaffen, was heute dem Kunden nutzt und wo wir halt auch als Unternehmen, als Wirtschaftsunternehmen irgendwie ein bisschen Geld mit verdienen können. Ja, da kann man ja dann, wie ihr das macht, auch iterativ eben dran weiterbauen. Genau. Also vom kleinen Sensor zum Raum, und der Raum ist dann am Anfang wahrscheinlich noch recht einfach bestückt. Genau. Und dann guckt man einfach, wo die Nachfrage auch ist, was man sich vorstellen kann, wie man halt einfach Stück für Stück weiteren Nutzen generieren kann. Genau. Also wir haben ehrlicherweise relativ viel Aufwand in unsere Cloud-Infrastruktur und die Kommunikation gesteckt, weil das sind so Bauteile, die wir halt immer und immer wieder brauchen werden. Die können jetzt wachsen. Wir sind beim Bereich Sensorik ehrlicherweise wirklich genau wie du beschreibst sehr schlank gestartet. Also wie gesagt, auf der einen Seite bei dem Puck nur die Leckage, der Raum, das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Der kann sowas wie Temperatur, der kann sowas wie Luftfeuchtigkeit, wie Leckage. Da kommen dann aber Sachen noch hinzu, wie geht eigentlich die Klimaanlage? Habe ich eine Störung an der Klimaanlage? Dann könnte das weitergehen. Gassensorik zum Beispiel. Treten da irgendwelche Sachen aus, die da vielleicht gar nicht hingehören? Also das kann man jetzt wirklich, genau wie du sagst, wunderbar iterativ steigern. Und mit dem Kunden dann auch gucken, was ist eigentlich so die nächste sinnvolle Stufe, die wir da angehen können. Und wie ist der Plan? Bleibt ihr in eurem Segment erstmal unterwegs oder habt ihr dann auch vor, ich meine, wenn ich jetzt höre Raumtemperatur, das ist ja schon generisch. Das ist zwar in jedem Bereich oder in jeder Branche tatsächlich nochmal wieder unterschiedlich und da steckt der Teufel ja im Detail, aber wie ist da der Plan bei euch? Ja, ehrlicherweise, wir waren ein bisschen überrascht. Das wird sich, glaube ich, fast von alleine ergeben. Wir kommen halt immer aus dieser Welt, so Badewanne, um Chemikalien aufzufangen und einen Brandschutzraum, damit ja nichts passiert. Wir haben aber jetzt anfangs sehr viel und auch sehr bewusst mit Kunden telefoniert. Also lieber Kunde, du hast das gekauft, wo setzt du das ein? Können wir dir irgendwie weiterhelfen? Hattest du irgendwie Probleme? Einfach um zu vermeiden, dass der Kunde vielleicht frustriert sagt, ich finde das doof, was ihr da macht. Dabei ist für uns rausgekommen, dass dieser kleine Leckagemelder kaum in einer Wanne liegt oder nur selten in einem unserer Räume. Also aus unserer Sicht war das total überraschend, weil die haben das halt hingelegt, da wo die glauben, dass irgendwie mal eine Flüssigkeit auftreten könnte und gar nicht hingehört. Also die legen das irgendwie neben den Gulli, da irgendein Pumpenhäuschen, Tankstelle, irgendwelche Labore, wo regelmäßig der Schlauch von irgendeiner Spülung abspringt. Also das ist für uns jetzt total spannend gerade, weil wir ehrlicherweise ein bisschen überfordert sind mit dem, was unsere Kunden jetzt damit anstellen. Also wir hatten so unsere kleine Welt halt, in der wir so leben, und jetzt benutzen plötzlich die Kunden unser Produkt ganz anders. Mit der Herausforderung müssen wir gerade noch umgehen lernen. Das heißt, da ist dann eher der Zugang zum Kunden super spannend und gar nicht der Use Case dann am Ende des Tages. Ja, genau. Also das stellen wir halt jetzt fest. Wir haben halt über alle Branchen hinweg irgendwie Kunden und wie gesagt, für mich war es total überraschend, wie die das jetzt einsetzen. Und da gilt es jetzt für uns viel mehr zu verstehen, was machen die eigentlich genau damit, um dann wiederum zu gucken, wie können wir das, was wir gebaut haben, vielleicht auch in dieser Richtung weiterentwickeln. Und vielleicht entstehen da auch nochmal ganz andere Geschäftsfelder draus, über die wir heute noch gar nicht nachgedacht haben. Ja, also was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist ein paar Erfolgskriterien eigentlich, warum es bei euch gut funktioniert hat. Das eine ist dieser Ansatz, keep it simple, fang mal wirklich super simpel an, weil das komplizierte Produkt auch am Anfang nicht funktioniert hatte und dann von da aus iterativ weiterentwickeln. Das Thema Silos einreißen, zumindest für die neuen Produkte, also für die neuen Produkte halt ein organisatorisches Umfeld auch schaffen, wo die Leute entsprechend agil und transparent auch zusammenarbeiten können über die verschiedenen Beispiele, verschiedenen Bereiche hinweg. Was würdest du noch sagen, was hat euch erfolgreich gemacht? Ja, also das Letzte, was mich sozusagen, also du hast vollkommen recht, dieses Thema Silos ist wichtig, eine Kundenorientierung, also dass wir uns relativ früh entschlossen haben, Kunden zu befragen, als wir noch Prototypenstatus hatten. Das gab hier ehrlicherweise auch ziemlich Diskussionen, als ich gesagt habe, ich gehe mit einem halbfertigen Produkt raus zum Kunden. Das war so ein absolutes No-Go an sich. Wo die gesagt haben, kannst du nicht. Das Ding ist nicht zugelassen, da hast keine CE-Erklärung, du hast keine Betriebsanleitung. Und ich sagte, ja, aber wartet doch mal ab, wenn ich dem Kunden das doch ganz ehrlich erzähle und dem Kunden vermittle, lieber Kunde, du bist so unser erstes Opfer. Hast du nicht Spaß mit uns mal irgendwie was auszuprobieren? Und als ich das sozusagen einfach gemacht habe, dann stellte man plötzlich fest, ah, das tut gar nicht weh.
Und die meisten Kunden, die wir gefragt haben, haben sich sogar fast, ja, ich sag mal, gebauchpinselt gefühlt, so nach dem Motto, boah, cool, dass ihr fragt, weil dann kann ich vielleicht sogar meine Wünsche dann noch irgendwie mit einbringen. Also das war so noch das aus meiner Sicht dritte Element, wo ich sagen würde, okay, durchaus mal trauen, dann mit dem Kunden auch frühzeitig zu sprechen, selbst wenn das vielleicht nur eine Skizze oder mal ein dreckiger Prototyp ist, um da zu schauen, wie reagieren die Kunden eigentlich, was erwarten die, was denken die darüber, weil das häufig so aus der eigenen Brille heraus doch wahrscheinlich verzerrt wahrgenommen wird, was der Kunde am Ende wirklich will. Ja, spannend. Also ich hab genau noch zwei Fragen. Das erste ist, du bist ja dann sozusagen auf die Reise gegangen oder geschickt worden. Wie hast du dich vorbereitet? Also was hast du getan, um sozusagen in diese IoT-Welt reinzukommen? Hast du irgendwas gelesen oder hattest du irgendeinen, weiß ich nicht, Kurs oder Seminar besucht? Das ist das eine. Und das andere, was hättest du dir gewünscht damals, als du losgelaufen bist? Was hätte dir da vielleicht geholfen? Ja, also dieser Nachhinein betrachtet dieser Erfahrungsaustausch, also dass man früher vielleicht auch andere Unternehmen gefunden hätte, die auf einer ähnlichen Reise unterwegs sind, weil ich vermute mittlerweile, dass die Probleme bei fast allen ähnlich sind. Also ich bin von Hause aus Physiker, also ich stehe halt irgendwie auf Technologie und neu und das ist so mein Ding. Da aber die Kurve zu kriegen, okay, Prozesse sind wichtig, Kunden sind wichtig, vielleicht auch das Denken beim Menschen verändern ist wahrscheinlich noch mit am wichtigsten. Das war so für mich das, wo ich mir vielleicht gewünscht hätte, das früher irgendwie mit anderen mal ja, herausfinden zu können. Erarbeiten durfte ich mir das sozusagen in ja jetzt fast 10 Jahren. Ich bin ehrlicherweise auch in dieser RFID-Ecke gestartet, ne, als das dann so 2010, 11, 12 da so richtig losging. Durfte ich mich dann mit RFID beschäftigen, Sensorik, habe dann sehr viel auch Kongresse, Veranstaltungen besucht, um einfach mal zu gucken, was machen die anderen da so draußen. Und dann durfte ich halt mit vielen Kunden in vielen Projekten tatsächlich Dinge umsetzen. Und das ist aus meiner Sicht auch weiterhin so mit ja das Beste, was einem an sich passieren kann. Also klar muss man mal gucken, was passiert technologisch, was gibt es so neue Trends, wo gibt es vielleicht neue Möglichkeiten, das bisher nicht denkbar war. Aber dann sozusagen diese ja die Konzentration auf Menschen, Prozesse, und wahrscheinlich diese Einfachheit, das sind so die Dinge, ja, die hätte ich gerne vor 10 Jahren schon gewusst. Ich habe auch noch eine Frage. Du redest so ganz selbstverständlich von dem Thema Cloud und wir haben da eine Cloud-Architektur und verschiedene Komponenten, die da miteinander reden in der Cloud. Wir haben einige Kunden und mögliche Interessenten, die sagen, oh Gott, Cloud, da habe ich richtig Angst vor. Hm. Warum hast du keine Angst vor der Cloud? Es gibt mittlerweile, Gott sei Dank, viele Menschen da draußen, die das extrem gut beherrschen. Die Technologie ist sehr, sehr reif. Wo ich ehrlicherweise selber immer ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist dieses Thema Security. Deswegen machen wir regelmäßig so Penetration-Tests. Also wir organisieren uns dann Menschen aus verschiedensten Ländern, die dann ein paar Tage die Freigabe kriegen, jetzt volle Attacke, ihr dürft jede Sauerei begehen, guckt mal, wie weit ihr kommt. Das machen wir mindestens einmal im Jahr, um diesem Security-Thema irgendwie gerecht zu werden. Sonst Thema Cloud-Architektur, da muss man ehrlicherweise wirklich gucken, dass man jemanden findet, der da ein Händchen für hat und der da auch Freude dran hat. Weil da kann man auch leider heute noch, obwohl die Tools wirklich super geworden sind, nochmal schnell was Verkehrtes zusammenbauen. Und das ist dann im Nachhinein auch immer schlecht zu ändern. Also da haben wir ehrlicherweise relativ viel Zeit reingesteckt, auch mit unseren Partnern zu sagen, was ist eine für unseren Anwendungsfall, also für den Fall, den unsere Kunden da draußen erleben, was ist da eine gute Architektur, was ist eine solide Architektur? Ich bin da ehrlicherweise auch ein bisschen konservativer geworden, das muss ich einmal zugeben. Ich war sonst sehr technologielastig, wo man gesagt hat, immer, da muss der heiße Scheiß her, also da neuesten Datenbanken, was auch immer. Das habe ich mittlerweile so nicht mehr. Also wir testen natürlich viel, aber dass wir da durchaus dann, ich sag mal, auf Cloud-Gedankenebene eher etablierte Werkzeuge benutzen, um dann auch sicherzustellen, dass der Funktionsgrad auch wirklich sichergestellt ist. Weil das stellen wir auch fest, also die Kunden nutzen das interessanterweise intensiver an einigen Stellen als uns erwartet. Und wir hatten so in dieser Anlaufphase dann auch ab und zu mal Zeiten, wo unsere Cloud nicht erreichbar war. Und dann kriegten wir sofort einen bösen Anruf nach dem Motto, ey, euer Zeug geht nicht. Sensibilisiert irgendwann schon. Und das war aber kein grundsätzliches Cloud-Thema, sondern einfach, dass wir an ein paar Stellen, sage ich mal, noch nicht ganz so reif waren, wie wir das vielleicht gehofft hatten. Ja, also daraus kommt im Prinzip so dieses, wenn man einen Prototypen macht, sehr, sehr früh mit dem Kunden reden, auch mit was Halbfertigen. Wir haben ja viele
Unternehmen im Mittelstand, die sehr ausgereifte Testverfahren gerade für Hardwareprodukte haben. Und wenn man da dann in den Softwarebereich geht und sagt, ich probiere jetzt mal was aus und ich will jetzt mit dem Kunden zusammen was ausprobieren, da ist die Angst oft sehr groß. Mhm. Und ich finde das sehr gut, dass du die Erfahrung schilderst, dass man das mit Kunden wunderbar machen kann, solange man vollkommen offen, ehrlich sagt, sagt, hier, das ist ein Prototyp, wir probieren das einfach mal zusammen aus. Also die Erfahrung, die finde ich total wichtig und ich hoffe, dass viele unserer Zuhörer das mitbekommen haben. Denn die machen wir auch immer wieder, immer nur offen und ehrlich reden. Aber wenn man dann sagt, so, das ist jetzt produktiv, dann muss es halt auch funktionieren. Zuverlässig, skalierbar, verfügbar, mit dem entsprechenden Support-Konzept und Betriebskonzept dahinter, mit Monitoring und so weiter und so fort. Ja. Also dieser Unterschied ist extrem groß und da muss einfach nur extrem klar kommuniziert werden und dann funktioniert das auch. Ja, kann ich nur unterstreichen. Also genau dieser Weg, ganz offen und ehrlich mit dem Kunden umgehen und dann wirklich im Produktivfall dann auch wirklich produktiv unterwegs sein. Da bin ich vollkommen dabei. Super. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich für diese wunderbaren Insights. Ich hoffe, das hat vielen weitergeholfen, einfach mal zu sehen, wie man wirklich aus einem eher traditionellen Geschäftsfeld heraus wirklich innovativ im Bereich IoT auch echten Kundenmehrwert zu schaffen und wie man das in so einer Organisation umsetzen kann. Ich fand das super spannend, also vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank euch beiden, hat Spaß gemacht. Ja, super, kann ich auch nur erwidern, also ich fand es super schön zu hören, dass ihr schon so weit seid und auch auf einem modernen Technologie-Stack auch unterwegs seid, der euch sicherlich auch viele Optionen dann in der Zukunft ermöglicht. Und ja, danke, dass du so offen auch deine Meinung geteilt hast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank euch. Dann wünschen wir unseren Hörern eine wunderbare Restwoche. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Empfehlt uns weiter, gebt uns 5 Sterne, liked uns, sagt allen euren Freunden Bescheid und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.